wenn ich mein Ziel nicht kenne, dann kann ich auch nicht einen Weg beschreiten. Und das ist im Social Web einfach ein Umdenken zu dem klassischen, dass man gesagt hat, von wegen, der Weg bestimmt das Ziel. Ich laufe mal irgendwo los und vielleicht laufe ich dreimal gegen die Wand und vielleicht geht's nicht. Ich muss irgendwas genau konkret haben, an dem ich mich orientieren kann, und daraufhin kann ich meine Aktivitäten ausrichten. Dann kann ich auch jeden Tag, oder der verantwortlich ist oder diejenige, jeden Tag entscheiden, das tue ich, weil es passt spontan, das tue ich nicht, weil es nicht passt. Und das entscheidet der Bauch raus und die Empathie. Okay, Benny Buhl, ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen von Netzvitamine. Gibt vielleicht immer noch den einen oder anderen in der Tourismusbranche, der Netzvitamine noch nicht kennt. Vielleicht sagst du einfach nochmal ganz kurz etwas zu euch und was ihr so macht, wofür ihr steht. Netzvitamine ist, wir verstehen uns als Architekten für digitale Projekte und Prozesse. Das heißt also, wir machen alles, was in dem Bereich der Projektsteuerung, der strategischen Entwicklung, der Konzeption, aber auch der Umsetzungsbegleitung und der Qualitätssicherung in eben diesen digitalen Projekten und Prozessen angeht. Ganz plakative Beispiele, Website, Vertriebssysteme, Shops oder Online-Shops und eben halt den ganzen Part dahinter kommunikativ, das heißt Social Web, das heißt Apps, alle diese Dinge. Und die sind natürlich übergreifend, das heißt also, aus dem digitalen Prozess heraus entstehen ja meistens auch dann analoge Prozesse, dass halt eben sich Unternehmensstrukturen ändern müssen, dass es mehr Mitarbeiter in bestimmten Bereichen geben muss und vielleicht weniger in anderen, und solche Dinge, die wir dann auch in Teil mit anreißen und über den Werkverbund dann auch abbilden können, wenn es dann in Richtung Infrastruktur, Organisation und so weiter geht. Das ist unser Schwerpunkt. Das heißt also, verglichen mit der klassischen Baubranche wäre das einfach ein Architekt, der steuert, der budgetiert, der mit unterstützt, der aber selber nicht den Ziegel setzt. Das heißt also, wir programmieren nichts und wir machen auch kein Design, sondern wir sind wirklich Beratung. Okay, also ist ja natürlich auch ein sehr komplexes Themenfeld, wenn man sagt, Digitalisierung allgemein, da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Themen. Was natürlich relevant ist, steigen wir vielleicht mal ein mit dem Fokus auf Social Media für kleinere und mittlere Unternehmen. Du warst im Jahr 2010 als fürs Online-Marketing zuständig bei Oberstaufen. Da gab es ja die berühmte Street View-Torte. Das ist ja so eine Sache, die da wirklich sehr bekannt geworden ist oder beziehungsweise den Ort Oberstaufen mit ungefähr 7000 Einwohnern sehr bekannt gemacht hat. Vielleicht sagst du dazu einfach mal ganz kurz, wie diese Kampagne gelaufen ist und wie sich das dargestellt hat. Ja, die Street Food heute ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, was man auch heute noch anwenden kann, wie das Social Web funktioniert. Also sprich, es haben sich die Kanäle etwas geändert und die Fokussierung etwas geändert und es gibt mehr Kanäle als früher, die man bespielen muss sicherlich oder bespielen kann vielmehr. Aber was gleich geblieben ist, ist die Funktionsweise der Algorithmen und vor allem die Verhaltensweise der Menschen. Was wir damals gewusst haben, ist, dass es eben eine Community gibt, die sehr stark an Oberstaufen haftet. Und das heißt also, die auch das, was Oberstaufen tut und schreibt, grundsätzlich gut finden. Und das ist Community Management im klassischen Sinne, dass ich einfach halt eine Fanbase habe, die mich grundsätzlich gut findet, auch in schlechten Zeiten, sagt man so gut, ist ganz wichtig, weil die unterstützt eben dabei, solche Prozesse anzusteuern. Und dann entstehen solche Dinge immer aus spontanen Aktivitäten raus, so wie Social Web einfach funktioniert. Das heißt also, man hat immer zwei Herangehensweisen. Das eine ist, dass der durchschnittliche User, Gast, Kunde, wie auch immer, sich dann äußert, wenn er etwas besonders gut findet oder besonders schlecht findet. In der Regel. Das heißt also, er entscheidet immer spontan. Und genauso ist die Street Food Torte entstanden. Das heißt also, ganz Deutschland hat sich gegen Google Street Food gestellt und hat gesagt, dramatisch und schwierig und schlecht und die filmen unsere Vorgärten und überhaupt. Ja, also ohne Grund ein angstgetriebenes Verhalten und dann kommt das kleine gallische Dorf Oberstaufen und sagt, wir finden es aber gut. Ja, und damit kommt das so unerwartet aus dem Nichts heraus, dass einfach eine große Gemeinschaft, also diese Fanbase, diese Community einfach gesagt hat von wegen, ihr seid ja witzig, das ist ja mal cool, das ist ja mal mutig und ich stehe mal dahinter und ich verteile das. Und nur durch das Teilen ist es überhaupt präsent geworden. Damit ist auch Google darauf aufmerksam geworden und dann haben wir halt einfach über die Kanäle mit Direktpostings, das heißt also über Twitter vor allem, auch die Personen bei Google angeschrieben, die halt irgendwie was zu sagen haben und die da irgendwie mitdiskutieren und die dann auf aufmerksam geworden sind und sagt dann von wegen, wie seid ihr denn drauf, was macht ihr denn überhaupt? Okay, Oberstaufen wird der erste Ort in Deutschland, der bei Google Street View freigeschalten wird, vor den großen Städten und viel mehr gibt es auch aktuell ja nicht bei Google Street View, das heißt auch 10 Jahre später, knapp 10 Jahre später ist es so,
dass es eben halt die größten deutschen Städte gibt, Hamburg, Berlin, München und so weiter, Köln, ein paar Stadien und Oberstaufen. Und so ist auch geblieben. Und das ist eben so die Herangehensweise, die wir im Social Web immer wieder sehen. Übertragen auf heute ist es halt so, dass ich glaube, dass der Fehler nach wie vor gemacht wird, dass man versucht, im Social Web zu viel in klassische Unternehmensprozesse zu biegen, das heißt also in Abstimmungsprozesse. Es gibt eine kreative Idee, die wird irgendwem präsentiert, damit ist sie schon mal nur halb so kreativ, also sie wird schon mal teil angefasst und zerlegt und nicht mehr der rote Faden gehalten, dann wird sie nochmal überlegt, dann wird sie übertragen irgendwo hin, dann wird sie freigegeben und damit sind 2 Wochen vergangen. Im blödsten Fall, der Prozess ist viel zu lang und dann passiert das. Ich glaube, Social Web lebt davon und die Erfolgeunternehmen machen das vor, von eben dieser Spontanität, indem es einfach halt ein gewisses Grundvertrauen gibt gegenüber der Person, die da agiert, also sprich gegenüber dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, der für zuständig ist. Die macht etwas und wenn das hinterher nicht so gut war, dann kann ich mit demjenigen drüber reden oder mit derjenigen und kann sagen, hätte ich mir anders vorgestellt, würde ich mir beim nächsten Mal so und so wünschen, dann kann die was draus lernen. Und gleichzeitig vergisst dieses Web und gerade Social Web ja sehr schnell. Das heißt also, das ist nicht so erfolgreich gewesen, dann muss ich dazu stehen öffentlich und sagen, sorry, war eine andere Intention, war nicht böse gemeint. 3 Tage später kommt was Neues oben drauf und ist schon fast nicht mehr auf dem Radar und damit auch nicht so dramatisch. Also ein Erfolgsfaktor kann quasi sein im Umgang mit sozialen Medien, dass man auch wirklich mal ein bisschen mutig ist vielleicht oder auch mal was ausprobiert, ein bisschen kreativ ist und das auch schneller umsetzt, vielleicht auch reagiert auf aktuelle Themen, Trendthemen, die da gerade so relevant sind. Aber manchmal wird ja auch gesagt, das Internet vergisst nie. Also du sagst aber, Social Media vergisst relativ schnell. Also das ist tatsächlich konträr dazu. Die Meinung, ist es Social Media anders als generell das Internet sozusagen? Also muss man da ein bisschen flexibler sein? Ich glaube, diese Aussage, das Internet vergisst nichts oder nie, kommt auf einer technischen Basis daher. Das heißt, es wird alles gespeichert irgendwo. Ja, das stimmt schon. Aber was man, das ist menschlich betrachtet. Und der Mensch vergisst sehr schnell, weil er mit so vielen neuen Informationen jeden Tag voll gepumpt wird obendrauf, dass dieser alte Post, der vielleicht nicht so gut war oder dem man anderer Meinung war, sehr schnell in Vergessenheit gerät. Und so ist es ja, das sind einfach gruppendynamische Prozesse, die immer so sind. Die Erfolgsfaktoren im Social Web sind relativ einfach, glaube ich. Also natürlich hängt dann immer was dahinter, aber mal grob beschrieben, auf was fokussiert sich das Ganze. Das erste ist eben, dass es eine Person gibt, dass es Ressourcen dafür hat, die dafür verantwortlich ist. Und verantwortlich meint auch, dass die Freiheiten hat und einfach spontan agieren entscheiden kann. Das zweite ist, dass diese Person eine Empathie mitbringen muss, eine hohe Empathie. Das heißt also, du hast angesprochen, mal was tun, was gerade die Welt bewegt und mal da eben reingreifen, das kann ich nur tun, indem ich auch eine Empathie dafür habe, dass ich gerade irgendwas geplant habe oder eine Aktion starten möchte, aber die gesamte Welt über was anderes spricht gerade. Dann kann ich nicht kommen und sagen, bei uns ist tolles Wetter und ihr könnt an den Strand kommen, während die gerade sagen, keine Ahnung, es ist gerade irgendwas Dramatisches, Schlimmes passiert auf dieser Welt. Also es passt in den Kontext nicht rein. Und das dritte ist eben genau der Punkt, eine Kritikfähigkeit mitzubringen und sich daran zu orientieren, zu sagen, okay, wenn etwas nicht so gut war, dann öffentlich hinzustehen im Sinne von eines Kommentars und zu sagen, das war nicht gut, sorry, war keine Absicht, war die und die Intention, werden wir so nicht mehr machen. Und das ist, glaube ich, 3 Faktoren, die ganz viel auslöst. Was da vorkommt, also sprich Faktor 0 in Anführungsstrichen, also vor allem wie bei jedem anderen Prozess, bei jedem anderen Projekt auch, ist ein Ziel. Und ich glaube, dass das der Hauptpart ist, wo die meisten daran scheitern und warum die meisten Auftritte, die nicht so erfolgreich sind oder kritisiert werden, also Social Web Auftritte oder sonstige Aktivitäten, einfach immer kein Ziel mit sich gebracht haben. Wenn ich mein Ziel nicht kenne, dann kann ich auch nicht einen Weg beschreiten. Und das ist im Social Web einfach ein Umdenken zu dem klassischen, dass man gesagt hat, von wegen, der Weg bestimmt das Ziel. Ich laufe mal irgendwo los und vielleicht laufe ich dreimal gegen die Wand und vielleicht geht's nicht. Ich muss irgendwas genau konkret haben, an dem ich mich orientieren kann und daraufhin kann ich meine Aktivitäten ausrichten. Dann kann ich auch jeden Tag, oder der, wo verantwortlich ist, oder diejenige, jeden Tag entscheiden, das tue ich, was passt spontan, das tue ich nicht, was nicht passt. Und das entscheidet der Bauch raus und die Empathie. Aber grundlegend bedarf es schon, wie du sagst, einer Person sozusagen oder einer Gruppe von Personen, die zuständig sind für Online-Marketing. Also ihr habt mal gesagt, beispielsweise in einem Blogbeitrag, Online-Marketing nebenbei geht nicht. Das würde das zusammenfassen. Also man kann das nicht so nebenbei laufen lassen und die Kanäle so ein wenig betreuen. Man braucht eine gewisse Struktur, eine Kampagnenplanung im Prinzip kann helfen oder eine Strategieplanung, was das angeht, aber trotzdem flexibel bleiben und
auch auf Einflussfaktoren von außen dann trotzdem kurzfristig auch reagieren können. Ja? Was gibt es sonst so für Erfolgsfaktoren oder so in der Implizierung digitaler Prozesse? Was kannst du da grundlegend empfehlen für Unternehmen, die sagen, okay, ich möchte jetzt auf den Zug mit aufspringen, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Ja, ich möchte mich mit Social Media befassen oder mit Suchmaschinenmarketing. Gibt es da so grundsätzliche Schritte, die zu beachten sind? Also neben dem angesprochenen Ziel, das ich eben haben muss, und das habe ich ja nicht nur für einen Kanal oder für eine Ausgabestelle oder für ein Instrument, sondern das habe ich ja als Unternehmensziel. Irgendein Unternehmensziel habe ich ja oder einen Unternehmenszweck mit einem Businessmodell oder einem Geschäftsmodell dahinter, das eben meinen Tag oder meinen Ablauf regelt. Und der gibt den Rahmen vor. Und ein weiterer Erfolgsfaktor von all diesen Projekten und Prozessen, gerade im digitalen Umfeld, ist, dass man weiß oder jedem bewusst ist, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit so hoch ist, dass ich es nicht schaffen kann, der zu versuchen, hinterher zu rennen, sondern ich muss eine hohe Adaptionsfähigkeit mit mir bringen. Das heißt also, ich muss an den Tag legen, dass ich halt jeden Tag mich hinterfragen kann und Dinge ändern kann. Und wenn ich vorgestern entschieden habe, dass man es so macht, aber es ändert sich in derweil die Technologie, die Plattform, das Weltgeschehen, dann muss ich es halt anders machen. Und deswegen hilft als Erfolgsfaktor in allen digitalen Projekten und Prozessen immer in Rahmenplänen zu denken und nicht in stoisch kleinen, detaillierten Ausarbeitungen, weil die häufig dazu führen, gerade im Bereich Social Web, dass ich dann einen Tagesredaktionsplan habe und es passiert irgendwas und dann verschiebt es mir 365 andere Tage nach hinten irgendwo raus, weil irgendwas nicht mehr klappt und dann habe ich die heute Polter drin. Das heißt also, es ist eine Einstellungsfrage, dass ich da einfach auch diese Flexibilität mit den Tag lege und diese Agilität. Und Einstellung bringt auch das Thema mit sich, dass ich halt alles, was dann neu und anders passiert, grundsätzlich positiv bewerte und sage, es ändert sich was. Was kann das mir bringen und vor allem demjenigen bringen, den ich bedienen möchte? Und da kommt dann der entscheidende Faktor hin dran, neben dem Ziel, dass ich einen Bedarf kennen muss. Also sprich, Bedarfsorientierung ist eines der wichtigsten Elemente da drin. Für wen tue ich das Ganze? Ja, also ich kenne quasi mein Nachfragesegment oder meine Nachfragesegmente, aber ich brauche auch den Bedarf. Also was kann ich denn denen erfüllen? Was haben die davon, dass ich das tue? Und dann weiß ich überhaupt, wen ich anspreche. Und der dritte Punkt ist meistens vergessen, gerade im touristischen Umfeld, wer ist denn mein Kunde? Ja, und nicht von jedem touristischen Player ist der Kunde der Gast, sondern der Kunde ist auch häufig mal aus Destinationssicht betrachtet raus das Hotel, die Bergbahn, das Schwimmbad, der Strandbetreiber, wie immer. Aber es ist nicht zwingend der Gast, sondern der Gast natürlich indirekt auch immer, aber halt Destinationsdenkweise in den Touristinfos beispielsweise, wo ich einen direkten Gästeservice habe, aber ich habe auch einen Anbieterservice und der ist sicherlich gleich wichtig und nur dann funktioniert das ganze Spiel. Und ich glaube, dann gibt es eine ganz einfache plakative Aussage oder pragmatische Aussage noch, was hilft. Hirn hilft immer. Also manchmal einfach drüber nachdenken, was ich tue und nicht wild drauf lospoltern, was andere auch tun. Und da sind wir bei dem letzten Punkt. Was mache ich jetzt als kleinere Region, als kleinere Destination, als kleinerer Leistungsanbieter bei diesen ganzen digitalen Entwicklungen? Und jeden Tag kommt eine neue Sau durchs Dorf, die da getrieben wird. Beurteilen, passt das zu meinem Unternehmensziel und zu meinem Unternehmenszweck? Erstens. Zweitens, fokussieren. Ich kann es nicht leisten, alles zu tun. Ich kann auch nicht auf jeder Plattform mitspielen. Also fokussiere ich. Und dann auch mal, früher hat man mal gesagt in der Schule, Mut zur Lücke. Ja, das gilt hier auch. Mutig sein, mal zu sagen, ich mache eine Plattform aus ganz gewissen Gründen und bewusst entscheiden nicht, sondern ich bespiele eine andere. Und die probiere ich aus. Wenn die zu mir passt, ist gut. Wenn die nicht passt oder sich überholt hat oder sich darauf das Verhalten geändert hat, dann ändere ich die und mache eine andere. Und ich weiß nicht, ob wir in 5 Jahren noch Facebook bespielen, vorwiegend oder viel, oder ob es dann vielleicht ganz andere Kanäle sind. Ja, aber dafür muss ich bereit sein. Die Logiken dahinter sind immer die gleichen. Und es geht nur um eine Fokussierung und die Dinge, die ich tue, richtig machen und nicht alles machen wollen.